Die Diagnose Brustkrebs hat mich und meine Familie schwer getroffen. Der Schock, viele Menschen, die selbst eine entsprechende Diagnose oder für ihren Angehörigen bekommen haben, wissen das. Wenn man dann aber wieder halbwegs klar denken kann, viele Gespräche führt mit behandelnden Ärzten, dann wird schnell deutlich, dass Krebs nicht gleich Krebs ist und dass es unterschiedliche Prognosen, Heilungschancen und Therapiemöglichkeiten gibt. Die gute Nachricht für mich ist, dieser Krebs ist heilbar. Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig, die überwiegend ambulant durchgeführt werden kann. Diese Behandlung wird in den kommenden Monaten dazu führen, dass ich nicht alle Termine wahrnehmen kann. Und deshalb habe ich meine Ministerinnen und Minister gebeten, mich an diesen Tagen zu vertreten. Sie haben mir alle ihre Unterstützung zugesagt, dafür bin ich sehr dankbar. Nach intensiven Gesprächen mit den behandelnden Ärzten bin ich sehr zuversichtlich, dass ich wieder gesund werden kann. Und deshalb habe ich mich entschieden, weiter das Amt der Ministerpräsidentin auszuführen. Ich stehe in Verantwortung für das Land und für mein Versprechen, all meine Kraft dem Wohle des Landes zu dienen. Allerdings ist auch klar, dass ich über einen gewissen Zeitraum meine Arbeitsbelastung reduzieren will. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, meine Parteiämter auf Bundesebene, also den kommissarischen Parteivorsitz und den stellvertretenden Parteivorsitz, niederzulegen. Jeder weiß, dass ich diese Aufgaben auch in schwierigen Zeiten gerne und mit viel Leidenschaft ausgefüllt habe. Deswegen fällt mir dieser Schritt auch schwer, aber er ist notwendig. Und ich danke allen Mitgliedern für das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wurde. Für mich ist jetzt wichtig, dass ich all meine Kraft für das Land Mecklenburg-Vorpommern, meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren werden. Ich habe deshalb die Mitglieder der SPD im Bund, aber auch auf Landesebene entsprechend informiert und auch meine Landtagsfraktion, mit der ich mich heute Nachmittag noch in Torgelow treffen werde. Viele Frauen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Brustkrebs. Viele Frauen zeigen, dass diese schlimme Krankheit heilbar ist, dass man dagegen ankämpfen kann. Und ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und werde auch diesen Kampf führen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich am Ende gesund sein werde. Viele an Brustkrebs erkrankte Frauen zeigen auch, dass ein couragierter Umgang mit der Krankheit Therapie und Berufstätigkeit vereinbar ist. Als besonderes Beispiel aus unserem Land möchte ich unsere Landrätin Kerstin Weiß nennen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die große Anteilnahme, für den vielen Zuspruch, den ich in diesen letzten 2 Stunden erhalten habe. Das macht mir Mut, das gibt Kraft. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich auch diese schwierige Situation meistern werde. Dafür gibt es 5 gute Gründe. Erstens, dass ich wieder gesund werden kann. Zweitens, meine Verantwortung für das Land. Drittens, meine großartige Familie, die mich unterstützt. Viertens, eine Landesregierung, die gut funktioniert und die viele gute Projekte auf den Weg gebracht hat. Und fünftens, auch meine Partei, auf die ich mich zu jeder Zeit verlassen kann. Es ist mir wichtig, von vornherein offen und ehrlich mit dieser Krankheit und dieser Situation umzugehen. Ich bitte aber zu respektieren, dass weitere Einzelheiten zur Bewältigung meiner Krankheit, zur Therapie, zur Behandlung, auch zum Umgang in der Familie, Privatsache sind und auch Privatsache bleiben sollten. Vielen Dank.